Zu der neuen Folge von Live for Trader. Es haben mich sehr viele Fragen auch erreicht in letzter Zeit. Hey Coco, wie schaffst du es überhaupt, so viel zu drehen und überhaupt noch zu traden oder ein Privatleben zu haben und auch noch auf Snapchat unterwegs zu sein und so weiter und so fort. Und ich kann dir eins sagen, diese ganzen Sachen, die laufen so ein bisschen nebenbei mit und hindern mich auf keinen Fall daran, eben immer noch genug zu traden, immer noch genug für die Online-Ausbildung zu machen, immer noch genug Menschen zu unterstützen und immer noch genug Zeit für mich zu haben. Und ich habe dir ein Beispiel gemacht, indem ich einfach einen ganzen Snapchat-Tag aufgenommen habe und für dich in dieser Folge zur Verfügung stelle. Es sind einige interessante Sachen dabei und du wirst sehen, wie viel Zeit ich tatsächlich mit Snapchat verbringe. Also es ist nicht viel. Und es ist aber sehr interessant für dich, weil das alles sehr aktuell ist. Das kann ich nicht in einem YouTube-Video packen, vor allem nicht jedes Mal. Dann würde es wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Sei gespannt, was auf dich jetzt zukommt. Bis dann. Excuse me, where is the... Der Lounge von Burj Khalifa den Sonnenuntergang genießen. Der muss irgendwo da hinten sein. Ja, da hinten. Da hinten, wo die Sonne gespiegelt wird, da ist die Welt. Da sind diese einzelnen Inseln, die von den verschiedenen Ländern sind. Ganz gemütlich, nur für zwei aus der 122. Mir macht das Pinkeln richtig Spaß. Die Toilette in Burj Khalifa im Blick auf die Fontäne. 122. Etage. Weil es so schön war, hier aus dem anderen Fenster auch noch. Unglaublich. Und noch ein drittes Mal. Wahnsinn. Wunderschön. So, hier haben wir französische Brötchen mit Butter, mit Kaviar. Ganz interessanter Geschmack. Die Erklärung von diesem Essen hier hat 5 Minuten gedauert, also ich kann es jetzt nicht nochmal erzählen. Irgendwas mit Kaviar auf jeden Fall. So, ein Zwiebelsüppchen mit Trüffel. Sieht ganz lecker aus. Mal gucken. So, Tortellini mit ganz besonderes Campi von sonst wo und ein bisschen Tomatchen und ja, also was ganz Besonderes. Die sind wohl durchsichtig und drauf. Wahnsinns Ausblick. Sieht aber in echt viel schöner aus als auf dem Handy. Richtig schön. Hier kommt Gänseleber, ganz lecker mit Schokolade und ich habe schon vergessen, also wirklich sehr viele Sachen. Und kommen wir zum Hauptgang. Beef mit Gnocchis, Spinat, Pilze, sehr fein. Unser Dessert, eine Glaskugel. Und ich feiere immer noch einfach diese Aussicht. Ich liebe die Aussicht. So, und hier die Überraschung des Hauses zu unserem 5-Jährigen, der Schwan der Liebe. Das Essen hier nimmt einfach kein Ende. Ich freue mich schon auf das Training am Montag, wo ich die Rechnung für das ganze Essen hier bezahle. So, hier sind wir im VIP-Room von dem Restaurant. Unglaubliche Aussicht mit einem Tisch für 12 Personen.
So, nochmal die Toilette im Restaurant in Burj Khalifa, 122. Etage. Wahnsinnige Aussicht, keine Fontäne jetzt. Okay, das ist der Abschieds-Snap. So, und jetzt gehen wir hier die Treppe hoch zum Fahrstuhl. Welcome back zu Marina, eine ganz coole Bar mit Pool. Wo sind die? Die Poolbar in der Address in Marina. Wunderschöne Skyline. Es ist 4.39 Uhr in der Früh und wir gehen jetzt ins Kino. Da oben sind schon die Bauarbeiter. Novo IMAX heißt das Kino. Und das hat. Also wir sind tatsächlich drin jetzt in der Mall. Alles schläft. Aber das Kino soll angeblich 24 Stunden aufhaben. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Es ist der Wahnsinn. Das Kino hat auf und um 5.01 Uhr startet... Ja, was startet da? Da wird Popcorn verkauft. Das ist Kino Nummer 1 und es ist kein Film, sondern ein Boxkampf, den wir uns jetzt live angucken werden. Manny Pacquiao gegen Bradley zum dritten Mal. Das ganze Kino im Moment ist nur für uns, ja, ist leer, plus jemand, der aufpasst und gleich geht's los. Das ist von Pacquiao, ja? Pacquiao! Ja. Pacquiao, Pacquiao! Hier, die Stadt lebt immer. Ich liebe diese Stadt, ja? Dubai ist geil. Okay, ganz insgeheim, ich bin auch hier wegen Arthur Abraham. Ich bin ein riesen Fan von ihm und er kämpft jetzt in Las Vegas. Also ich drücke ihm auch die Daumen. So, ein Wahnsinnsgang hier. Man hat das Gefühl, man ist auf dem roten Teppich. Und ich höre, dass die Reportage schon angefangen hat. Draußen ist schon hell hier und gleich geht's los mit dem Kampf Abraham gegen Ramirez. Ich gehe wieder rein, hol mir ein Wasser und los geht's. So, Arthur hat gerade verloren, aber so ist das Leben, mal gewinnt man, mal verliert man. Gleich Manny Pacquiao mit Timothy Bradley. Es ist 8.35 Uhr in der Früh, nicht geschlafen die Nacht, Boxen ist vorbei, war sehr schön und ja, jetzt ist Hitze. Da ist wieder der Burj Khalifa, nach ein paar Stunden Schlaf wieder unterwegs Richtung Nikki Beach, ein neuer Beachclub, der hier seit 3 Wochen offen hat. Also sieht alles hier aus nach Baustelle. Oh, da sieht man ein paar schöne Palmen. Hier muss irgendwo Nikki Beach sein. So, wir sind da. Hier geht's rein, denke ich. So, Hammer Club mag ich. Das ist unser Platz hier. Gerade gebucht. Ich liebe Trading, aber ich liebe auch die Wochenenden, wo man eben nicht traden kann. Um uns herum ist ein bisschen voller. Blauen Himmel genießen und coole Musik hören. Entspannender geht's einfach nicht. Ein kleiner Snack hier zur Stärkung, unser Frühstück. Geile Live-Musik, Geige. Einfach der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. So, unser Geiger wieder da hinten, gibt Vollgas. Sehr angenehm, sehr coole Musik, sehr coole Stimmung. Wird ein bisschen voller,
Club genießen ohne Alkohol. Ja, macht auch Spaß. Einfach nur genießen. So, und jetzt geht's weiter hier mit der Live-Musik. Hammer. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Das Ganze hat mich insgesamt 8 Minuten und 44 gekostet, aber du warst die ganze Zeit mit mir unterwegs, du hast alles gesehen, du hast Burj Khalifa gesehen, das Restaurant ganz oben, wo man nicht ganz so einfach dahin kommt, wo man eben normalerweise eine Woche vorreservieren muss und so weiter und so fort. Du hast die geile Toilette gesehen mit dem Blick auf die Fontäne und den Boxkampf, also das war fast 24 Stunden meines Lebens in 8 Minuten 44 aufgenommen, glaube ich. Und das ist absolut nicht viel Zeit. Also, wenn du mir auf Snapchat folgen willst, dann Coco Petkov, hol dir die App, ist eine super App, alles super aktuell. Die Videos werden nach 24 Stunden gelöscht, das heißt, diese Videos kannst du auf Snapchat nicht mehr sehen. Das heißt, du bekommst immer das Aktuellste vom Aktuellsten. Ja? Entweder bekommst du Trades zu sehen oder du bekommst etwas von meinem privaten Leben zu sehen oder du bekommst ein paar Tipps oder du bekommst auch einige Clips, wie ich eben trainiere, wie ich mich darum kümmere, mein Gewicht in Ordnung zu bringen und so weiter und so fort. Also wirklich alles richtig aktuell und spannend für dich. Nach 24 Stunden allerdings wird alles wieder gelöscht und es kommen immer weiter neue Sachen. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit dieser App. Wie gesagt, Coco Petkov, einfach eingeben und du findest mich, du kannst mich adden. Ich akzeptiere dich sofort und dann kannst du dir immer meine Geschichte sozusagen anschauen. Viel Spaß mit Snapchat.